Ich werde jetzt in deutscher Sprache sprechen. Zunächst möchte ich bei den Polizisten hier bedanken für den Schutz, den sie uns gewähren. Vielen herzlichen Dank. Und danach möchte ich bei allen Teilnehmenden bedanken für das zahlreiche Erscheinen. Und ich hoffe, dass die nächsten Veranstaltungen dieser Art noch zahlreicher von unseren Landsleuten mitgetragen und mitgestaltet wird. Heute erinnern wir uns an die Ereignisse vom 22. Mai 2006 im Iran. An diesem Tag erschien eine Karikatur in einer iranischen Zeitung, wo die aserbaidschanischen Türken oder die Aserbaidschaner im Iran als Kakerlaken dargestellt wurden. Ihr Wesen, ihre Existenz, ihre Sprache, ihre Kultur wurde verleugnet und sie wurden beleidigt. Das führte zu den Massenprotestaktionen in den unterschiedlichen Gebieten Irans, insbesondere in den aserbaidschanisch besiedelten Gebieten. Diese Protestaktionen wurden von der iranischen Führung, wie immer erwartet, leider brutal niedergeschlagen mit vielen Toten, mit vielen Verwundeten, mit vielen Verletzten. Heute erinnern wir uns an diese Ereignisse. Das ist ein Meilenstein für die aserbaidschanische Geschichte, für die Geschichte der Aserbaidschaner im Iran. Warum wir uns heute hier versammelt haben, es ist nicht nur ein Erinnerungstag, es ist ein wichtiges Anliegen. Insbesondere im Vorfeld der letzten Ereignisse im Iran hörten wir öfters über Perser, über Kurden, über alles Mögliche im Iran als ethnische Minderheiten. Aber ein Drittel der iranischen Bevölkerung besteht aus aserbaidschanischen Türken. Ihre Stimme war nicht hörbar. Es gibt im Iran auch Aserbaidschaner. Das sollten die deutschen Medien, auch die deutsche Öffentlichkeit wissen. Das ist auch der Zweck dieser Veranstaltung, warum wir uns heute hier versammelt haben, dass die Stimme der Südaserbaidschaner oder der iranischen Aserbaidschaner hörbar wird. Iran besteht aus vielen Ethnien. Iran ist nicht ein Perserreich. Im Iran leben Perser, im Iran leben Türken, aserbaidschanische Türken, im Iran leben Araber, im Iran leben Kurden, Turkmenen und viele andere Balutschen und viele andere möglichen Ethnien. Im Iran werden nicht nur die sozialen oder politischen Rechte unterdrückt. Im Iran werden auch die ethnischen Rechte von vielen Ethnien, aus denen dieses Land besteht, unterdrückt. Dafür sind wir heute uns versammelt. Aber ein wichtiges Anliegen ist für die deutsche Öffentlichkeit: Im Iran leben sehr viele, sehr, sehr viele Aserbaidschaner. Und ihre Stimme muss auch hier in Deutschland hörbar sein. Das ist unsere erste, aber nicht die letzte Aktion dieser Art. Vielen Dank, Frau Preuß.